Hey ho meine Lieben, wie im letzten Video versprochen, gibt es heute wieder was mit Hähnchen. Ich muss ja die Hähnchenbrust noch verarbeiten und definitiv draußen am Grill. Und wenn das Wetter noch so schlimm ist oder wird, mir egal, zur Not hocke ich mich in die Grillkota. Aber ich denke, das kriege ich alles auf dem Webergrill gebacken. Apropos gebacken, wir machen Chicken Gyros überbacken mit Creme Fraiche und Käse. Oh, mein Schatz kommt auch schon heim. Gut, wir gehen aber jetzt sofort darüber, machen oder schneiden unser Hähnchen klein, tun das mit dem Gewürzwürzen, was ich da für eins habe, seht ihr gleich. Und dann darf es noch ein Stündchen sowas, sich entspannen, Aromen ziehen, bevor es dann heraus am Grill geht. Attacke! Unsere Hähnchenbrüste, die schneiden wir jetzt erst einmal klein in gyrosmäßige Streifen. Das Gyrosgewürz ist wieder von Gewürze aus aller Welt. Das habe ich mir auch vom Markt damals mitgenommen. Und ja, ist mir gestern wieder in die Hand gefallen. Und das werden wir jetzt probieren. Weil, wer sich erinnert, mein Spießbratengewürz, wo ich so begeistert war, war ja auch von denen. Gut, dann schneiden wir ganz einfach unser Hähnchen klein. So Leute, damit wäre das Hähnchen klein geschnippelt. Da gleich noch ein bisschen Öl dran. Tja, den Deckel wollten wir da jetzt eigentlich nicht reinschmeißen. Dann hauen wir da mal ordentlich Gewürz drauf. Ein gutes Gefühl, ein bisschen können wir noch. Gut. Und genauso verstecke ich das Ganze jetzt noch im Kühlschrank. Noch, ja, so. Wie gesagt, so circa eine Stunde sollte ausreichen. Und ich tue jetzt erstmal Kaffee trinken. Wir sehen uns nachher wieder. Tja Leute, da haben wir das Feuerchen. Die Kohlen glühen, sind gleich soweit. Und wir gucken mal auf die andere Seite rüber, was ich mir hier alles aufgebaut habe. Ich habe hier den, nennen wir mal den Küchenwok. Der kommt nachher aufs Gitter, auf die Kohlen. Da werden wir unser Fleisch schön drin anbrutzeln. Wenn es angebrutzelt ist, kommt es in die Tapas-Schalen rein. Dann eine Creme Fraiche drüber und was habe ich an Käse? Mozzarella und an Grattorkäse. Ja, das ist alles, was wir dazu benötigen. Drinnen werden schon die Pommes vorbereitet. Und ja, gehen wir rüber, legen wir gleich los. Heiligsblechle. Unten drin das Fett, was immer unten neitropft, das brennt glaube ich gerade ein bisschen raus. Das warten wir jetzt noch schnell ab, bis das ein bisschen runtergebrannt ist. Ja, und dann können wir unseren Wok draufstellen und können direkt loslegen. So Freunde, ich glaube das Schlimmste wäre jetzt überstanden. Stellen wir mal den Yoshi hier drauf. Tun uns auf alle Fälle noch zusätzlich ein bisschen Wokölöl unten rein.
Also ich weiß nicht, gar nicht, was er hat. Da kommt schneller die Hitze als auf dem Induktionsherd. Oh, lecker, 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 lecker. Ich glaube fast, da können wir uns alles auf einmal reinhauen. Also eins muss ich ja jetzt schon zugeben, Leute. Es macht draußen am Grill wesentlich mehr Spaß als drinnen. Hallo, mein Schatz. Kann ich reinhauen? So. Ja, du kannst die Pommes schon reinhauen. So, Leute, nebenbei ein bisschen die Cam auf mich mal richten. Solange ich das Fleisch hier am Brutzel. Und wie bin ich auf dieses Gericht gekommen? Eben zum einen, das Hähnchen musste weg. Sonst hätte man es wegschmeißen müssen. Oder einfrieren, und darauf hatte ich keine Lust. Ja, dann hat mein Schatz gemeint, Gewürz habe ich natürlich gefunden oder wiederentdeckt, und dann war schon die Idee mit dem Hähnchengyros da. Schatz meinte dann aber, Hähnchen, mir wird vielleicht ein bisschen trocken. Ja, und dann habe ich mir gedacht, ja gut, dann haue ich einen Schmand drunter. Langweilig. Und dann kam ich auf die Idee, den Schmand nicht drunter zu hauen, sondern drauf zu hauen, ein Käse drüber und in die Tapaschalen rein und dann eben überbacken. So ist dieses Rezept zustande gekommen. Oh Leute, das sieht so gut aus schon. Und gleich probiere ich den ersten Fleischfetzen. Dann kann ich auch schon sagen, ob das Gewürz was kann. Also das schmeckt wirklich gyrosmäßig. Richtig geil. Also nichts gegen unseren ganzen Barbecueler, die ihre eigenen Gewürze auf den Markt bringen. Aber wenn die jetzt ein Gyrosgewürz oder so rausbringen, dann schmeckt es immer irgendwie nach Barbecue und nicht direkt richtig nach Gyros. Also das soll jetzt keine Kritik sein. Und bei diesen Gewürzen aus allen Ländern, das ist was anderes einfach. So, gleich ist das Fleisch soweit. Tun wir die Cam wieder nach unten. Also das nächste Mal, wenn ich so orangen Hähnchen mache, dann mache ich das auch so. Definitiv. So. Ich würde sagen, das reicht so. Das stellen wir jetzt rüber. Und dann füllen wir gleich unsere Tapaschalen. Und in der Zeit baue ich hier jetzt noch das Feuerchen um, sprich die ganzen Kohlen nach hinten, dass wir vorne einen indirekten Bereich haben. Dann mache ich gleich einen Deckel zu und regle den Grill etwas runter. Boah, ich glaube, ich habe doch zu viel Kohlen verwendet. Definitiv. Da kriegst du ja die Motten. Boah.
gut, aber hauptsächlich war natürlich auch die Glut so extrem, weil die ganze Zeit der Deckel offen ist oder gewesen ist und dadurch direkt Luftzug von unten. Aber jetzt schauen wir auf die andere Seite rüber. Oh, verdammt, Leute. Ich habe die Cam vergessen einzuschalten. Tut mir sorry. Also ich habe es jetzt hier in die Tapperschalen verteilt. Zwei von den kleinen sind voll geworden. Ich hoffe, man kann alles sehen. Und jetzt tue ich erstmal die Wokpfanne weg und gleich einweichen. Ja, und danach geht es auch schon weiter. Weiter geht's schon. Die Schale da hinten habe ich nachher für den verbrennungsfreien Hineintransport mir zurechtgestellt. Und dann kann man hier unseren Schmand. Der Schmand Creme Fraiche. Schön hier drüber verteilen. Ich habe einen mit Kräutern genommen. Und ich bin mir sicher, nachher, wenn die Tapas-Schalen reinkommen, gut, wird das Ganze da drin noch etwas brodeln. So, das Untergrund erst einmal im geriebenen Mozzarella. Was? Okay. Leute, ich muss ganz kurz ans Telefon springen. Wir machen gleich weiter. Katzen sicher versteckt. Ich bin gleich wieder da. So Leute, unverhofft kommt oft. Wie gesagt, Schatz hat mir gerade mit dem Telefon gewunken gehabt. Da musste ich schnell springen. Gut, aber da hinten können wir noch ein bisschen Mozzarella mit reinhauen, weil Mozzarella ja immer gut ist. Oben drüber noch ordentlich den Gratin oder Gratinierkäse, wie man halt ausspricht oder aussprechen möchte. Man hätte da zum Beispiel jetzt auch einen Feta mit reintun können, wäre auch eine geile Idee gewesen. Aber auf die Idee bin ich jetzt gerade erst gekommen. Sprich, ich habe keinen Feta da. Dazu würden sich natürlich auch leckere Riesenbohnen in Tomatensoße eignen zum dazu essen. Oder. Oder eben bloß Pommes, so wie wir heute haben. Habe ich eigentlich dieses Mal die Cam an? Ja, Gott sei Dank. Nicht, dass ich mir wieder Mundfussel gerät. Ja, und die Cam nicht am Laufen habe. So, ich glaube den Gratinierkäse verteilen wir komplett. Du weißt so schön, warum wir oben drüber noch ein klein bisschen von dem Mozzarella. Dann ist der nämlich auch weg. Dann habe ich heute nämlich keine Reste übrig. So. Gut, Leute. Rüber ein Grill. Der verliert jetzt langsam seinen Ultradampf. Hier hinten hatte ich vorher über 300 Grad. Puh. Hitze ist trotzdem noch drin. Genügend. Dann verteilen wir jetzt hier die Schälchen im indirekten Bereich. Siehe da, welch Wunder, welch ein Glück, funktioniert optimal, Deckel zu und noch schön überbacken. Machen wir mal ein kleines Guggerle. Ja klar, das Thermometer zeigt jetzt wieder mehr an, weil ich habe wieder voll aufgerissen und das ist ziemlich über der Kohlen und ach, sieht schon gut aus. Mhm. Brodel auch schon schön. Ja, ein paar Minütchen noch, dann sind wir fertig. Hat man es gesehen?
Ja, man hat's gesehen. Njam, njam, njam. Ein letzter schneller Blick in den Grill rein, weil ich bringe dann die Cam nämlich nach drinnen schon. Ha. Ja, Schal ein bisschen umgestellt und ein klein bisschen noch, ein klitzeklein bisschen noch. Yippie! Tada! Und genau das hier lasse ich mir und mein Schatz bestimmt auch jetzt schmecken. Attacke. Ja. Und ab in den Hals. Oh, mein Schatz hat es komplett aus der Tapas-Form ausgelöst. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Zeige ich euch gleich noch. Aber erst einmal, njam. Mmh. Also, das ist einmal richtig geil geworden. Mmh. Aber jetzt noch schnell den Teller von meinem Schatz. Und nachher dann das Fazit. Also meins noch in der Schale. Haha, mein Schatzi hat es komplett aus der Schale ausgelöst. Kommt natürlich auch richtig gut. Und das mache ich jetzt auch. Ah, die Fotoknüpserei. So, Freunde, dann kommen wir noch zu dem schnellen kleinen Fazit. Also, so wie es mein Schatz raus hat, als Törtchen. Richtig geil. Also, richtig geil. Ich habe es mir dann ja auch noch so raus. Und ich muss sagen, es hat verdammt lecker geschmeckt. Wirklich wie Gyros schmecken sollte. Dieses Gewürz. Ich halte es nochmal hier. Gewürze aus aller Welt. Ich halte es nochmal hier. Was für ein Deutsch. Ich halte es nochmal in die Cam. Und also, wenn jemand wirklich ein richtig gutes Gyros machen will, daheim, kann ich das wirklich zu 110% empfehlen. Klitzekleines bisschen, Schatz, mach mal nicht so eine Hektik hier. Ein klitzekleines bisschen zu viel Gewürz habe ich vielleicht reinbekommen für meinen Schatz. Für mich war es optimal. Also, ja, geil. Ich fand super. Richtig super. Schatz, Creme Fraiche unten drin. Hat es gut gepasst. Der Käse oben drüber, schon schön knusprig. Einfach lecker. Die will unbedingt vorbeigehen und ich lasse nicht. Okay, Leute, bevor ich jetzt hier noch irgendwas am Kopf geschmissen kriege, mache ich Feierabend mit, au, mit dem Video. Und denkt dran, GMF Grillen mit Freunden. Anmelden, bezahlen, dabei sein. Hasta la vista, Leute, wir sehen uns. Kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie.